kann man es in der Gruppe allen recht machen? Gibt es so etwas wie eine Entscheidungsfindung, wo alle zufrieden sind oder sich zumindest gesehen und gehört werden? Eine große Frage, die sich immer wiederum bei Gemeinschaftsgründung und vor allen Dingen bei einem Weg, den man sich wünscht, anders zu gehen als der übliche Mainstream oder so, wie man aufgewachsen ist, immer wieder zutage tritt. Hallo, hier ist der Albert Emanuel, euer Heart Community und Herzkraft Coach. Und ich möchte euch gerne ein wenig einführen in ein Entscheidungsfindungssystem bzw. in ein Projektplanungssystem, das ich ein paar Mal schon erproben durfte und vor allen Dingen auch schon in die Tat umsetzen konnte, wo ich das Gefühl hatte, dass sehr wohl die Möglichkeit besteht, in einer Gruppe so zu entscheiden, dass alle sich im Entscheidungsprozess gesehen fühlen. Das Original heißt Dragon Dreaming und seine Variante, seine kleine Schwester heißt Dream Weaving. Ich habe mir beide Varianten angeschaut und daraus so eine dritte persönliche kreiert, die ich jetzt Traumweben oder Kre-Alela bezeichne. Kre vom Kreativ, vom auch erschaffenden Kreis, Alela nach dem Prinzip des Schnittpunktes Findens und gemeinsam Integrierens. Was macht Kre-Alela oder Traumweben so einzigartig? Es ist eine sehr angenehme Form, in einer Gruppe Entscheidungen zu treffen, wo jeder auch dann eine Meinung haben kann, wenn sie nicht dem Mainstream der Gruppe entspricht. Das heißt, selbst wenn Menschen innerhalb einer Gruppe das Gefühl haben, dass sie nicht ganz mitgehen können, haben sie die Möglichkeit, das zu äußern und es wird versucht, auch darauf einzugehen. Es gibt natürlich ein paar Regeln, die spätere Frustrationen von ständigem Umwerfen von Entscheidungen auch vorbeugen. Also wie überall braucht es auch dafür wiederum starke Alphas als Raumhalter. Wiederum idealerweise ein Paar, wo einer der beiden noch einmal führen kann. Diese Persönlichkeiten sind unabdingbar, um eine neue Form des Zusammenlebens überhaupt in Szene zu setzen. Warum? Weil wir einfach biologische Wesen sind und prinzipiell dann etwas funktioniert, wenn wir einem Alpha-Paar folgen können. Was dieses Alpha-Paar aber dann in die Wege leitet und welche neuen Formen und Instrumente es in die Gemeinschaft einbringt, das ist dem Alpha-Paar überlassen und die können dann sehr wohl auch neue Formen so ins Leben rufen, dass innerhalb der Gruppe immer mehr diese Rangordnung sich zur Augenhöhe zu den Alphas Stückchen für Stückchen hochhebt. Im Traumweben haben wir im Vergleich zum Dream Weaving bzw. Dragon Dreaming, wo es 4 Stationen sind, 5. Die Station Nummer 1 ist das Träumen, das 2 ist Planen, dann geht es zum Handeln über, dann eben, das ist das, was ich hineingefügt habe, der Abschluss und das Ernten und dann erst das gemeinsame Feiern. Punkt 1, dem Träumen, geht es darum, Rahmen zu schaffen, wo konkret so groß wie möglich zu einem Thema geträumt werden kann. Es gibt beim Dragon Dreaming die Variante, wo man auch einmal allgemein groß träumt, wo man einfach alle seine Träume mal zur Schau stellt. Sehr oft führt das aber dazu, dass die meisten Leute einfach von dieser goldenen Zukunft der absoluten Freiheit und der absoluten Harmonie träumen. Da sind wir uns dann auch alle einig, aber dann passiert noch nicht genügend. Ich halte es für sehr sinnvoll, in dieser Traumphase einen sehr klaren Rahmen zu setzen. Da sind die Alphas wiederum gefragt, zu sagen, wozu wird geträumt. Zum Beispiel zur Nutzung der leerstehenden Scheune oder zur Nutzung des Seminarraums, der wiederum auch noch renoviert werden müsste. Oder zum Thema, wie entsorgen wir unseren Müll, beziehungsweise gibt es einen Traum, wie wir unseren grünen Kreislauf von Abfall und Erneuerung noch verbessern können. Und dann macht es Sinn, zu diesem Thema grenzenlos zu träumen. Was heißt das konkret? Beim Träumen, ähnlich wie beim Brainstorming, gibt es keine Grenzen, was Zeit, Geld und Energie betrifft. Das heißt, wir können uns die absolut obercoolsten, bionischsten, hochtechnologisiertesten
Varianten der Nutzung und des, der Umsetzung vorstellen. Es darf einmal alles sein. Was nicht erlaubt ist in der Traumphase, ist Gegenreden und das Träumen der anderen schlecht machen. Ganz wichtig, da sind die Alphas wieder gefragt und das muss sehr streng eingehalten werden. So, wir sind mittlerweile auf unserer Wanderung schon ein bisschen weiter. Wir sind heute mit der Anna zum Kaumer See gefahren. Einen kleinen Rundblick, wunderschöner Märchenwald hier. Und wir bewegen uns jetzt dann in Richtung des Sees, der etwas tiefer liegt. Und ich vervollständige jetzt das Dragon Dreaming Video. Also beim Träumen kommt es dann sehr wahrscheinlich dann dazu, dass sich zwei bis drei vielleicht konkrete Träume parallel zueinander formen. Wie gesagt, geht es beim Dragon Dreaming darum, dass jedes Wesen in dieser, auch in dieser Traum- und in dieser Planung- und Umsetzungsphase sich repräsentiert gefühlt. Das heißt, was wir versuchen ist, wir können Träume nebeneinander parallel stehen lassen und es geht darum, eine Umsetzung zu finden, die zeitlich und räumlich möglich ist. Ja, das heißt, wenn zum Beispiel eben in der Traumphase für die Nutzung der Scheune auf der einen Seite Tanzort drinnen steht und auf der anderen Seite zum Beispiel Ort des Lagerns von bestimmten Geräten, dann versucht man eine Möglichkeit zu finden, wie man Geräte lagern kann und gleichzeitig auch einen Tanzort kreieren kann, wie sich das eine mit dem anderen nicht ausschließt. Und das ist eine Frage der Kreativität und nicht sozusagen des Durchsetzens. Auch da wiederum die Alpha müssen aufpassen, dass da eben keiner drüber stimmt oder unterstimmt wird, sondern es geht darum, eine Lösung zu finden, wo das eine dem anderen nicht stört. Zum Beispiel könnte man beim Nutzen des Tanzsaals einfach einen Tanzboden einziehen, der höher ist und wo darunter ganz viel Stauraum ist. Und somit ist beides möglich. Eben wichtig ist, dass eben dieser Eifer und der Spaß und die Begeisterung für die diversen Projekte eben nicht dadurch gebremst wird, dass irgendjemand den anderen ausbotet oder beziehungsweise einfach eine bessere Idee hat. Dort, wo die Sachen sich einfach räumlich nicht umsetzen lassen, wird ein Zeitplan geschaffen, wo einmal ein Raum so und einmal so genutzt wird. Gerade wenn man noch nicht ganz sicher ist, was es dann im Endeffekt sein wird, kann man ja einen Raum so in der Basis so herrichten, dass er für mehrere Zwecke genutzt wird. Und dann geht man in eine Forschungsarbeit und schaut, als Seminarraum ist er geeignet, hat er die richtige Energie? Oder als reiner Partyraum ist er geeignet, hat er die Energie? Schrägstrich Kulturraum, Schrägstrich eben Esszimmer oder eben einfach nur Stauraum. Und diese Dinge werden eben ganz bewusst hineingenommen. Also es gibt hier kaum jemanden, der den anderen überstimmt, sondern es geht eigentlich ständig darum, die kreativste Lösung zu finden, wie es sich dann doch auch alles ausgeht. Sobald die Projekte und die Träume sehr klar sind, gehen wir in die Planungsphase übrig. Und in der Planungsphase, da muss auch ein bisschen das Alpha-Part rüberschauen, weil die ist weitaus kreativer, als man glaubt. Also es geht vor allem einmal darum, die Gruppen zusammenzufinden, die jeweiligen Projekte und Träume unterstützen. Das sind dann parallele Arbeitskreise. Auch parallele Budgets, muss man sagen. Also eben bestimmte Dinge, auch gerade beim Geld scheitert es oft, ne, dass man eben entweder nur 20.000 Euro für das eine oder für das andere hat. Aber eben, wenn die 20.000 Euro geteilt werden müssen in jeweils 10.000, wenn zum Beispiel die Gruppen gleich groß sind, die einen halt einen Tanzraum und die anderen einen Stauraum wollen, dann macht es Sinn, dass man zunächst einmal dieses große Ziel der Zusammenführung im Hinterkopf behält und dann der jeweiligen Gruppe dann wirklich nur das an Geld zur Verfügung steht, was eben für dieses große Miteinander halt umsetzbar macht. Also das, was dann daraus entstehen kann. Das Geheimnis beim Planen oder beim Planning-Phase ist eben, wie gesagt, die Energien von Menschen zusammenzugeben, die schon auf einer Wellenlinie sind, weil die haben dann Spaß,
sich gegenseitig accountable zu halten und weiterzugehen. Zweiter wesentlicher Aspekt ist, einen sehr guten zeitlichen Überblick zu haben, also von wann bis wann werden die einzelnen Projekte veranschlagt. Wo gibt es Arbeitsphasen, wo Überschneidungen sind, wo wir sowieso alle miteinander sind, und wo brauchen manche Projekte vielleicht ein bisschen länger. Und das Schöne an dieser Idee des Dragon Dreaming Parallelarbeitens ist, dass wir, während wir unser Projekt verfolgen, wir gleichzeitig immer ein wenig gute Energie und Unterstützung in die anderen Projekte schicken. Also das ist so ein bisschen so die Ethik dahinter. Wir arbeiten da nicht konkurrierend gegeneinander, sondern wir arbeiten unterstützend miteinander, auch wenn jeder sein eigenes Projekt verfolgt. Sind wir auch schon in der Handlungsphase drinnen, wo diese einzelnen Arbeitsgruppen sich einen strengen Zeitplan unterwerfen. Da gibt es dann wiederum das Phänomen, dass auch wiederum hier Alphas gewählt werden, beziehungsweise eben sich natürlich aus der Kompetenz heraus entwickeln, und es zu einem relativ straffen Befehlskette kommt. Das ist wichtig, dass wir da erkennen, dass wir aus diesem Kreis aussteigen und in der Handlungsphase wiederum in einen sehr typischen firmenähnlichen Zustand kommen, wo eben einer der Chef ist und die Bauleitung überwacht und die anderen eben bis zu einem gewissen Grad zuarbeiten. Das, was es ausmacht, finde ich, vor allem in der Alela-Arbeit, ist, dass jeder Bauleiter auch ein gewisses Training in diesem Rustika-Lela hat. Also das heißt, die Fähigkeiten, Dinge nicht nur effizient, sondern auch mit sehr viel Freude an der Arbeit zu begleiten. Also von rhythmischer Arbeit, das Einbinden von bis zu einem gewissen Grade eben Arbeitsgesängen zum Beispiel, Dingen, die einfach die Arbeit, die physisch schwer ist, spirituell erleichtern oder durch die Kraft und die Macht der Spiritualität auf einem sehr hohen Sinnniveau platzieren. Flow ist da ein wesentlich angestrebtes Ziel, und auch dieses Möglichkeiten zu haben, am Arbeitsort so viel wie möglich gleichzeitig zu erledigen, beziehungsweise eine Gruppe zu haben, die halt ständig am Arbeiten ist, während eine Gruppe auch dabei ist, diese Menschen zu unterstützen und zu nähren. Also das männliche und weibliche Prinzip am Arbeitsplatz immer aufrecht zu halten, eventuell auch mal abzuwechseln und in bestimmten Dingen aber auch relativ effizient und praktisch zu bleiben, sodass auch dieses befriedigende Gefühl, wir verschwenden keine Zeit, immer am Ende des Arbeitstages übrig bleibt. Es geht auch darum, am Ende des Arbeitstages vielleicht ein Optimierungsgespräch zu führen mit seinem Team, Connections und Communication aufzunehmen mit den anderen Teams, immer wiederum so einen kleinen positiven Bericht zu erstatten. Das macht schon Sinn, weil das motiviert die anderen nämlich auch. Und also den Arbeitsprozess selbst auch als auf der einen Seite sehr effizient zu ersehen, aber doch auf der anderen Seite wie ein Lebensfest. Also es ist einfach Lebenszeit, die da eingebunden wird, und dementsprechend sollte sie gefeiert werden. Dann gibt es noch diesen magischen Aspekt, dass wenn wir Räume gestalten oder Häuser bauen oder generell irgendetwas herstellen, das mit einer gewissen Geisteshaltung von guten Wünschen, Segnungen, im Altertum hätte man jetzt Zaubersprüche gesagt, aber gewisse Mantras und gewisse Haltungen, die bei der Erstellung dieser Arbeit sich zeigen, und natürlich die Prozesse, die jede Form von Miteinander immer mit sich bringen. Das heißt, da braucht es auch Sinn, wenn da eben eher unter dem weiblichen Führungsaspekt auch nicht nur darauf geschaut wird, was brauchen die Leute zum leiblichen Wohl, sondern auch zum seelischen Wohl. Gibt es da jemanden, der sich zurückgeblieben fühlt, aber nicht zu sprechen traut? Gibt es jemanden, der versucht, es allen recht zu machen und ein bisschen overwhelmed ist? Also das, finde ich, gehört irgendwie zu dieser Alela-Arbeit dazu, dass die Alela-Räume auch bei den Arbeitsprozessen irgendwo Platz haben. Idealerweise am Abend zum Abschluss. Oder eben, wenn wir merken, es stagniert und die Arbeitsfluss geht nicht voran, in der Früh, bevor es losgeht. Dass Sachen einfach geklärt werden und man dann aus dieser Klärung dann in den Arbeitsflow wiederum hineinkommt.
Natürlich für alle, die halt wirklich auch schamanisch gut drauf sind, machen Zeichen und das Beschauen von Natursignalen, Begegnungen mit Tieren, beziehungsweise einfach Themen, die sich einfach aufzeigen, Sinn, auch dokumentiert zu werden. Die Künstler in der Gruppe können das auch dann immer wiederum nutzen, um während sie vielleicht den Arbeitsalltag ein wenig versüßen mit Musik und mantrischen Rhythmen, auch vielleicht dabei eine kleine Komposition zustande bringen, die dann dem Ganzen sogar noch so eine Krone aufsetzt, weil dann entstehen sozusagen Werke aus dem Hauptwerk in der Folge, die auch gleichzeitig Dokumentation und bis zu einem gewissen Grad auch Dekoration sind. Wenn es dann zum Abschluss geht, also in der Nummer 4, sind wir eben in einer Phase des jeweiligen Arbeitskreises, der sicherlich ein wenig auch Reflexion braucht, ein wenig Evaluierung. Da ist wichtig, dass eben der Bauleiter eben vor allem das Positive ins Rampenlicht rückt und das Negative so konstruktiv wie möglich verpackt. Es sollen aber alle zu Wort kommen. Wesentlich ist, dass wir in einem riesen Erntemodus sind. Erstens einmal das bereits schon sich selbst feiern von dem jeweiligen abgeschlossenen Projekt, also wirklich stolz auf die getane Arbeit sein, diese Arbeit überprüfen, sehen, was alles geleistet worden ist und was alles an Erkenntnissen und sonstigen Werken bei diesem Arbeitsprozess zutage getreten ist. Da macht es Sinn, eine Liste zu machen und wirklich jedes dieser Details auch wirklich ganz bewusst im Kleinen jetzt einmal bei diesem Arbeitskreis vorzufeiern und emotional so viel wie möglich dabei zu ernten, was nur geht. Diejenigen, die früher fertig sind und dann Kapazität haben, können sich ja dann den Arbeitskreisen der anderen, die etwas länger brauchen, anschließen und schauen, ob sie dort irgendwie helfen können. Da ist es wichtig, dass sie sich ganz bewusst unterordnen der bereits vorher herrschenden Struktur, also nicht versuchen, etwas zu übernehmen, was schon läuft, sondern wirklich nur den Fluss, der schon da ist, den Flow, der bereits schon etabliert worden ist, einfach nur zu unterstützen. Wenn dann das letzte Projekt abgeschlossen ist, das bisher parallel gelaufen ist, dann ist es wesentlich, das gesamte Werk ordentlich zu feiern. Also wirklich eine schöne Party, die ich halt erlebe in der Alela-Arbeit, ein bisschen anders sein kann als die üblichen. Wir brauchen in den Alela-Doms wenig Alkohol, wir brauchen definitiv keine Zigaretten. Dafür umso mehr das gemeinsame Kochen, das gemeinsame Erschaffen, das gemeinsame Dekorieren, viel segnen, viel in den Arm nehmen, viel Körperkontakt und dann definitiv sehr viel tanzen und dem Ganzen auch eine spirituelle Note geben, indem wir den Göttern, die halt bei der Entstehung dieser Arbeit mitgeholfen haben, das können auch Prinzipien sein oder einfach Wesen, die halt uns nahe sind, ganz bewusst an diesem Fest teilhaben lassen bzw. ihnen das widmen. Das sollten auch Qualitäten in uns sein, denen wir das widmen. Also es geht hier wirklich um ein ganzheitliches Wachstum und idealerweise für alle, die sozusagen das Bardische pflegen, das Künstlerische, die Möglichkeit, auch ihre Werke zu präsentieren, Anekdoten zu präsentieren, dass man wirklich auch nochmal emotional durch den ganzen Arbeitsprozess durchgeht und dabei einfach so ein schönes Potpourri an Einblicken und künstlerischen Geschöpfen, die daraus entstanden sind, wahrnimmt und das unbedingt auch dokumentieren, weil das sind gespeicherte emotionale Erinnerungen, die dadurch, wenn wir sie dann irgendwann einmal anschauen, entweder in Form eines Films, Fotos oder einfach einer niedergeschriebenen Erzählung, ganz wunderbar wiederum eintauchen können. Gerade in der Pionierphase sind das ganz wesentliche Punkte, weil irgendwann einmal gibt es einmal ein Buch, das darüber zu schreiben ist, beziehungsweise wenn einmal vielleicht in der späteren Zeit ein bisschen eine Storming-Phase die Gruppe ein bisschen auseinanderbringt, dann sind diese gespeicherten Emotionen dann das Gold, das die Gruppe vielleicht wiederum zusammenbringt. Also das ist ein Schatz, den man absolut wahrnehmen darf und schätzen darf. Ja, kurz und knackig, das war für mich das Dreamweaving, beziehungsweise eben, wie ich es nenne, Crealela. Sehr effiziente Arbeit, vor allen Dingen ein enormes Seelenheil für all die Menschen, die einmal in Gruppen was umsetzen wollten und immer überstimmt worden sind. Also hier haben auch
sozusagen ausgefallene Ideen Platz und wollen eben auch umgesetzt werden und bieten dadurch eine enorme Möglichkeit zu erkennen, was für ein Potenzial in der Gruppe ist. Wenn ihr dazu Ideen habt oder solche Sachen auch schon umgesetzt habt, bitte Kommentare, gerne ein Like, gerne ein Weiterleiten und am allermeisten freue ich mich, wenn Gruppen oder vor allem auch Firmen, die dieses Projektkonzept einmal für sich ausprobieren wollen, an mich herantreten und ich für sie einen Dragon Dreaming, eine Krealela ganz maßgeschneidert entwerfen und umsetzen kann. Das ist ein Riesenspaß und vor allem bringt es ganz viel Schwung auch in eine bereits bestehende Company oder Community. Alles Liebe!